herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wir haben uns ein bisschen verschönert. Jetzt schau mal in die Kamera. Naja, egal. Wir haben uns endlich ein Tarnnetz über die Haube geklatscht, die unnötige Sonnenbrille weggemacht. Ziemlich viele Lichter und Schalter. Die einfach, ja. Ich wette, ein unlogisch. Heli hast du nicht drauf. Ein Heli? Was? Oder meinst du ein Salto? Ein Salto ist mit einem, also machen Menschen und ein Heli hast du nicht drauf. Naja, okay. Genau, die Tarnbrille war ja sehr lustig. Genau. Und die Cap hat mich auch ein bisschen gestört und wir haben uns einfach ein bisschen angepasst. Wo ist denn der Hubschrauber hier? Ah, da unten. Sollen wir den angreifen? Sollen wir den angreifen? Können wir natürlich machen. Da ist ja noch ein zweiter. Ich glaube, wir lassen es. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Aber es ist natürlich jetzt unpraktisch, dass da unten jetzt zwei Helis rumoren. Ciao. So. Wir landen mal hier ganz still und leise. Und gehen dann hier rüber. Würde mir natürlich gefallen, dass ich jetzt nicht mehr so auffällig bin durch meine Verkleidung. Die sehen dich. Ja. Oh, hier ging es auch rein. Ja, super. Noch eins hoch. Der Ruf der Ghost wächst. Santa. Achso, ich dachte jetzt so. Santa Blanca hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ja, da sind wir vier. Super. Flup. Dann sind wir schon wieder weg. Halt, die werden dich sehen. Ja, nee, werden sie nicht. Ich bin schon draußen.
Gut, und dann würde ich sagen, geht's straight nach hier, nach den neuen Sicherheitsklauen. Ach, krass. Entschuldigung. El Sueno hat El Muro eine Chance gegeben, für sein Versagen Buße zu tun, indem er La Plaga tötet. Aber El Muro bringt es nicht über sich, seinen Bruder zu ermorden. Stattdessen plant er nun, sich aus dem Land zu stehlen und La Plaga mitzunehmen. Töten Sie La Plaga, bevor er entkommt. Das mache ich noch nicht. Sprechen Sie mit Walker. Ja, das können wir ja sogar jetzt schon machen. Also, weil wir sind ja hier in der Nähe. Das mit den mit dem Flughafen und so weiter. Mit dem Walker, also der Walker ist ja dann der Bösewicht im zweiten Teil. Ghost Break, im Breakpoint. Ghost Raccoon Breakpoint, so. Ich weiß noch nicht, wann ich das spiele. Also erstens, weil Wildlands noch ein bisschen dauert, das fertig zu spielen. Und zweitens, weil... Ja, Breakpoint ist nicht so gut. Ah, das war ein bisschen zu. Das klingt mal kaputt. Genau, und vielleicht werden sie Breakpoint auch ein bisschen upgraden und besser machen. Also, sie haben es ein bisschen verbessert, das auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob. Ja. Also ich habe es vorbestellt. Das war ein Fehler. Also vorbestellen mache ich jetzt eigentlich nur noch bei Sachen und Anbietern, die wo ich sicher bin, dass es einfach ein geiles Spiel wird. So wie bei zum Beispiel und Cyberpunk. Also CD Projekt, egal welches Spiel sie machen, ist halt einfach geil. Also klar, mit Witcher 1 und 2. Ja. Es sind auch gute Spiele, aber ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Und ja, ab Witcher 3 haben die einfach abrasiert, so ungefähr. Ja, und Cyberpunk wird's. Glaube ich, sehr ähnlich. Also ähnlich krass und groß. Und naja. Gut. Genau, deswegen weiß ich nicht, wann ich das spiele. Vielleicht spiele ich auch und sogar vor Breakpoints mit der Sarah Wildlands. Mal schauen, ob die Bock auf Wildlands hat. Wir haben uns jetzt auch schon wie schon vorher oder in bevor ein paar Folgen erzählt, haben wir jetzt Sniper Elite zusammen gekauft, also beide, dass wir es halt zusammen spielen und auch Far Cry 5, da gibt es auch einen Multiplayer und ja, also sie spielt genauso wie ich, also so Sneaky Peaky und Hauptsache kein Alarm und sowas. Genau. Und ja, vielleicht spielen wir auch Wildlands noch zusammen. Und genau. Also von der Geschichte ist es halt dann gleich. Aber ja, Gespräche und so weiter sind total anders und Taktiken sind anders und so weiter. Also ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, wenn ihr auch Bock drauf habt. Ja, ist natürlich super. So. Dann schauen wir mal, was der Walker will. Der Walker.
Schade finde ich auch bei Breakpoints. Also das ist so ein minimaler Schade. Es ist schade. Dass man nicht den Charakter von Wildlands quasi übernehmen kann. Also dass er halt genauso aussieht und so weiter. Das ist nämlich da nicht so. Also man. Die haben andere Masken und so weiter für die Gesichter. Und man bekommt nicht denselben Charakter hin. Das ist natürlich, also völlig schade. Aber naja. So. Aber das ist der kleinste Minuspunkt, sag ich mal so. Warum hast du hier Särge? Da seid ihr. Darf ich euch mein Team vorstellen? Oder besser die Reste davon? Tut mir leid. Die Unidad hat sie mit einer Hightech-Drohne zur Strecke gebracht. Die nötige Technik haben sie von diesem Ingenieur, diesem Daniel. Das ist nicht Bowmans Schuld. Und ob. Ihre und die der CIA. Sie haben diesen Verräter gedeckt, als er Technik verraten hat, durch die meine Männer starben. Gute Männer! Ich schicke die Jungs ein letztes Mal nach Hause. Aber ich verlasse Bolivien erst, wenn jemand dafür bezahlt hat. Ja, das ist schrecklich. Aber bevor wir an Vergeltung denken, lass uns rausfinden, worum es bei dem Treffen geht. Y'all are ghosts. Top-tier operators, the quiet professionals. Bravest of the brave, tip of the spear. All that and a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you. I'm a ghost too. Aha. So. Erreichen Sie Ihre Position mit Walker. Warte mal. Da hinten. Ja, da müssen wir eh rein. Kann der helikopieren? Anscheinend nur Ghosts. Okay, alles klar. Wir sind überall Farmen. Wie zum Teufel sollen wir da die richtige finden? Glaubt ihr wirklich, ich lasse den Ingenieur gehen, ohne ihn wiederfinden zu können? Ich habe ihm einen Sender untergejubelt. Folgt einfach dem Signal. Es wird euch direkt zu ihm führen. So, dann schauen wir mal, was die Unidad da macht. Okay, alles ist gut. Hab noch einen Tango. Tango Nummer 3. Markiere Gegner. Er steht da mit Einheimischen. Bowman ist nicht hier. Aber Daniel fühlt sich wohl bei diesen Culeros. Glaubt ihr, Bowman hat Ärger? Das heißt jedenfalls nichts Gutes. Scheiße, Unidad. Das ganze Gebiet ist umstellt. Es könnte eine Falle sein. Bowman hat vielleicht Ärger. Ich empfange das Signal des Senders. Es kommt von einem Haus. Dort drüben. Genau in der Mitte von diesen Unidad-Soldaten. Wir müssen weiter.
Karte, Vorsicht! Alter, die ist nicht sehr gut. Au. Au. Die ist nicht sehr gut. Die hat sau viel Rückstoß. Die hat echt viel Rückstoß. Wo warst du so lange? Die hat echt viel Rückstoß. Das ist nicht gut. Die ändere ich dann. Ich glaube, das waren alle. Ja, von wegen Ghost, ne? Oh, Scheiße! Hallo. Du Hurensohn. Oha. Jetzt geht's aber. Und jetzt? Okay, Arschloch. Du hast eine Chance, richtig zu antworten. Wo ist Bowman? Ich... Wo ist Karen Bowman? Die Unidad hat sie... Ich hab sie verkauft. Lo siento. Ich hatte keine Wahl. Ansonsten hätte ich das Land nie verlassen dürfen. Por favor, ich will doch nur zu meiner Familie. Wo haben die sie hingebracht? Basis Yagua in Flor de Oro. Bitte, ich sag doch, ich hatte keine Wahl. Für sowas bin ich nicht gemacht. Ich bin nur Ingenieur. Darf ich mal kurz? Er gehört dir. Er war Amerikaner. Ja, richtig. Er hat sein Land verkauft. Jetzt müssen wir Bowman finden, bevor die Unidad sie bricht. Machst du dir jetzt Sorgen wegen Bowman? Bowman ist mir scheißegal. Sorgen machen mir die Informationen in ihrem Kopf. Sie kennt meine Familie. Kennt sie deine auch? Solche Informationen setzt Santa Blanca gerne ein. Weißt du, was ich meine? Gehen wir. Weißt du, was ich meine? Ja, das war genau derselbe Grund für ihn. Naja. Amerikanischer und bolivianischer Pass von Daniel. Scheinbar hat Unidad sie konfisziert, damit er Bolivien nicht verlassen kann. Er hat um seine Freiheit gefeilscht. Naja. Ganz ehrlich, wer würde... Also ich glaube, die wenigsten würden für die Sicherheit der Familie nicht sowas machen. Nicht sowas verraten. Vor allen Dingen nicht normale Leute. Also Special Forces und so weiter, das ist was anderes. Aber... Ja. Aber normale Menschen würden das, glaube ich, sofort machen. Natürlich die eine gesunde... Bowman und die CIA spielen ein gefährliches Spiel. Und das schon viel zu lange. Sie treiben ihre kleinen Spielchen rund um den Globus und Soldaten wie wir müssen für ihre Scheißfehler bezahlen. Holen wir Bowman zurück. Dann können wir hören, was sie dazu sagt. Der Walker, der nervt ein bisschen, finde ich. Ja. Warte, wir müssen ein bisschen außerhalb landen. Wollen wir mal. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten.
Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Hab ein drittes Ziel. Gibt's Alarmanlage? Wahrscheinlich. Oder doch nicht. Scharfschütze im Turm. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Niemand drauf. Oh, da sind welche drauf. Okay. So. Mein Highscore, also mein längster Schuss war 490 Meter, glaube ich. Ich glaube 490 Meter. Roger, ich gehe in Position. Suche bessere Schusslinie. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bin bereit. Alles klar. Geh in Position. Bereit. Auf deinen Befehl. Tango am Boden. Okay, dann schauen wir mal. 500 Meter. Puh, 500 Meter. Der ist hier drin. Da sind Berge, das ist nicht so praktisch. Von 10. Ja, warte, ich muss ihn ein bisschen zur Seite. Okay, ich glaube, das passt. Yeah. Oh yeah. So. Gut, neuer Rekord. Das war jetzt 520, glaube ich. Ich mach mal sicherheitshalber. 520 ist hier. Deck alles hin. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Hä? Contacto establecido. Todas las unidades cúbranse y prepárense para responder fuego con fuego. Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Fuego a voluntad. Also ich habe ihn verfehlt, aber mein Kumpel auch. Seit wann verfehlen die? Die haben doch so ein Cheat-Ding. Naja. Weil der mich sieht. Ja, genau.
weil der mich sieht. Da ist jetzt die Frage, ob das er ist oder ob das nur eine Lampe ist. Es war was anderes. Ist der da oben drin? Nee. Doch. Was habe ich jetzt? Nee. In Position. Ziel markiert. Hab ihn. Hast du gesehen, wo die hingeschossen haben? Alles klar bei uns. Ja. Aber dieses Mal haben sie ihn getroffen. Bescheuert. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ja, ja. Hallo. Was wollen wir denn? Nachschubüberfälle oder Rebellenoperationen? Wir machen Nachschubüberfälle, weil Rebellen setzen wir ja nicht ein. Ein Flugplan für ein Versorgungsflugzeug des Kartells. Es ist voll beladen und startbereit. Wenn wir die Ladung den Rebellen übergeben, könnte uns das gegen das Kartell helfen. Warte mal. Hier, wie viel gibt es? 2000 nur. Naja. Den brauchen wir jetzt nicht. 3000. Hier nochmal 2000 und eine Uzi. Brauchen wir eher weniger. Story-Einsatz. Machen wir dann nicht gleich, sondern wir heben noch den letzten für die Bewachung, beziehungsweise für die für das Sicherheitsteam aus. Damit. Ja. Die haben ein Luftabwehrsystem? Fragezeichen? Ja, haben sie. Wir haben sie aufgescheucht. Ich bin aus Versehen auf die vierte Taste gekommen. Und anscheinend ist das auch ein Schuss. Die sehen ein bisschen nervös aus. Shit, ein Scharfschütze! Comienzen el ataque. Greife Tangos an. Da ist ein Sniper, runter! Hey, den habe ich doch ausgeschaltet. Was wird das jetzt? Willst du mich verarschen? Woher wird mein Kassenbüro? Wo ich bin? Und alles nur, weil ich ja aus Versehen auf eine Taste gekommen bin. Ach, das ist. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. Ja, klar. Genau. Tenemos algunas unidades enfrentadas a un grupo armado hostil y desconocido. Ya se han desplegado al lugar tropas de apoyo para terminar con la amenaza.
perdido contacto con el enemigo. Retírense, repito, retírense. Okay, das... Der macht wirklich eher nicht so, so viel Schaden. Oh, das Nachladen, ne? Oh, nachladen, okay. Sie will uns ans Leder in Deckung. Runter, alle runter. Heli. Heli abgeschossen. Deckung suchen! Ja, das ist super. Zielt auf uns. In Deckung. Ui. Aha. Und alles nur wegen dieser blöden Vierertaste. Verdammt, das war knapp. Apache will uns ans Leder. In Deckung. Wieso greift die eigentlich Apache nicht zielt an? Auf uns. In Deckung. Wieso greifen die eigentlich nicht an? Naja, egal. Gut, das war von Anfang an irgendwie kacke. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.